Wenn wir möchten eine Arbeitsbestätigung erstellen, gehen wir die Betriebsverwaltung auf die Verträge, die auf die Person klicken, die möchte eine Bestätigung erstellen. Plus Arbeitsbestätigung erstellen. Die könnt die Sprache auswählen. Tut nach den Angaben aus dem Vertrag wie auf der Betriebsverwaltung nehmen. Eine Bestätigung tut nur Personalien vom Mitarbeiter festhalten oder Zeitraum vor Anstellung und die Auflistung von den Aufgaben. Es hat nichts zur Qualität, zur Quantität oder zur Persönlichkeit vom Mitarbeiter in ihrer Bestätigung inne zu sein. Anschließend könnt ihr ein PDF erstellen und der Person ausgedruckt und unterschrieben mitgeben. Im Grundsatz hätte jeder Mitarbeiter ein Arbeitszeugnis zu gut. Man kann die Vorlage hier verwenden und drüber schreiben, Arbeitszeugnis. Dort müsste man einfach noch mehrere Sachen ergänzen. Es müsste zum Beispiel Beschreibung vom Unternehmen drinnen stehen, wie auch Position vom Mitarbeiter, Beurteilung von den Kenntnissen vom Mitarbeiter oder auch das Verhalten zu den Vorgesetzten, zu den Kunden oder zu den anderen Mitarbeitenden. Es ist ja so, dass das Zeugnis immer muss positiv geschrieben werden muss. Und zusätzlich sind so Grundsätze, es muss wahr sein, was man reinschreibt. Es muss vollständig sein, es muss wohlwollend sein und es muss klar sein. Es ist möglich, dass man unter am Zeugnis schreibt, es ist ungodiert, muss aber nicht zwingend stehen. Im Grundsatz geht man davon aus, dass man ein ungodiertes Zeugnis schreibt in der Schweiz. So ein Zeugnis ist sehr anspruchsvoll zum Schreiben und braucht ein bisschen Zeit, für das alles auszudeklarieren. Der Mitarbeiter hat dann auch das Recht, zu diesem Zeugnis Stellung zu nehmen und Änderungswünsche anzubringen.